Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu God of War Ragnarok. Aber er wird schon wieder. Wie hast du ihn gefunden? Größtenteils dadurch, dass Atreus Zugriff auf die Prophezeiungen erlangt hat, die den Riesen vorbehalten waren. Wir haben selbst erst davon erfahren, als Thor und Odin kamen. Zu deinem Haus? Steht es noch? Gerade so. Aber die ganze Gewalt war wohl nur zur Ablenkung, damit Odin allein mit Atreus sprechen konnte. Odin war allein mit deinem Sohn? Weißt du, worüber sie sprachen? Ja. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen, um ihm zu helfen, Antworten zu finden. Die Antworten, für die er sich ins Schicksal stürmt. Das ist beunruhigend. Stimmt. Also, wenn du bereit bist, mit ihm zu sprechen, das mystische Tor liegt vor uns. Falls nicht, könntest du mir bei ein paar unerledigten Dingen flüstern. Nein, hör auf. Oder wir untersuchen das Alpenheiligtum in der Wüste Alfheims. Ich finde es aber cool, dass sie das sagen. Wie ich sagen. Um uns weiter umzusehen, müssen wir den Stamm aus dem Fluss entfernen. Gut, wir können jetzt den Fluss erkunden. Und vielleicht alte Missstände beheben. Ja, stimmt. Ich wette, wir kommen 100% zurück. Wir kommen 100% zu manchen Stellen zurück. Bin ich mir sicher. Bergenstall. Klar, die Nebenmission zu machen und da lang zu gehen ist gut. Dann kriege ich mehr Ausrüstung. Nice. Boah, ich will endlich mal in der Story vorankommen. Was geht? Das ist nicht mehr allzu viel. So wie es aussieht, sind es nur noch 3 Welten. 4 Welten. Boah. Na dann. Da gibt es überall noch was zu tun. Ich muss wirklich sagen, der Teil macht mir viel mehr Spaß als der erste. Und den ersten tatsächlich ein bisschen lahm. Also, oh, versteckte Ladezeit. Wir rennen bis das Portal auf. Sprechen, bevor du den Jungen wieder siehst. Er wird mir sagen, wo er war. Das ist mein Vorgehen. Ah, die klassische Sparta-Diplomatie. Ob ich überhaupt laufen muss? Ich glaube nicht. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen und dann ist er 2 Tage lang verschwunden. Genau. Aber der Junge weiß es doch sicher besser als... Unterschätze nicht die Überzeugungskraft von Odin. Er setzte meinem Sohn Lügen in den Kopf. Warum sollte er das bei deinem nicht auch versuchen? Stimmt. Wir werfen das Ding mal weg. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Fängt schon wieder an. Raum fast voll tatsächlich. L1 und R2. Das ist krass. Ich sehe mich irgendwie mehr mit den Ketten kämpfen. Und du sagst diesem einäugigen Nussfetischisten, dass er mir was schuldet. Mich jetzt und in alle Ewigkeit. Einäugiger Nussfetischist. Schön, dass du es einrichten konntest, Göttlichkeit. Ich habe den Bogen des Kleinen mit deiner Siegelmagie belegt. Aber dann hatten er und Sindri über irgendwas Streit. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt wen anschreibt. Atreus. Na, dann komm mal. Hey, Tyr! Wach auf, du hast Besuch. Warum machst du es dir nicht einfach in Sindris sogenanntem Arbeitszimmer gemütlich, da drüben? Stört ihn das denn nicht? Stören? Er wird begeistert sein. Unsere Bude wird von Tag zu Tag nobler. Ist das denn möglich? Ich dachte, ich hätte nie wieder das Vergnügen, dich zu sehen, Flick. Nenn mich bitte nicht so. Diese Person bin ich schon lange nicht mehr. Aber mich freut es auch, dich zu sehen. Ich habe lange das Schlimmste befürchtet. Was du durchgemacht haben musst. Das ist nichts im Vergleich zu deinem Leid. Freya, es tut mir so leid, was mit Baldur passiert ist. Gar nicht übel, eine richtige Göttin im Haus zu haben. Ich weiß, dass ich alle... Versuch doch bitte! Na schön. Ja. Und auf deine Rache zu verzichten, das ist wirklich eine Inspiration für die von uns, die an den Frieden glauben. Diese Welten werden erst dann Frieden finden, wenn Odin nicht mehr... Oh, ist er doch da. Du solltest ihm mal den Kopf waschen. Und zwar gründlich. Oh, wenn Sindri so sauer ist, ist... Du bist zurück. Wirst du mir jetzt antworten? Wegen was? Wo bist du gewesen?
Wen hast du getroffen? Was, Odin? Was? Glaubst du das wirklich? Leugnest du es? Antworte! Warst du in Asgard? Nein! Natürlich nicht! Aber was wäre, wenn? Es ist meine Zukunft, mein Leben. Du bist mein Sohn. Dann vertrau mir doch einfach. Wenn ich dir vertrauen soll, dann sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist ein totales Arschloch. Junge, so wirst du niemanden umstimmen. Er hat kein Vertrauen in mich. Er darf Geheimnisse haben, Mutter genauso. Das ist was anderes. Ihre Geheimnisse erschweren jeden Schritt. Oh, ach so. An sie glaubst du also auch nicht mehr. Es geht nicht um deine Mutter. Du hast mich angelogen. Wo ich das wohl gelernt habe. Jetzt reicht es aber. Seit wann bist du auf seiner Seite? Seit er von euch der Vernünftigere ist. Hör zu. Ich hatte nur überlegt, zu Odin zu gehen. Aber ich schwöre, es ist für einen guten Grund. Es gibt keinen guten Grund, zu Odin zu gehen. Er vernebelt dir den Verstand. Ich würde es für uns tun. Ich muss verhindern, dass was Schlimmes passiert. Es ist schon Schlimmes passiert. Sieh mich an. Und Freya. Und Tyr. Odin hat all das getan. Warum sind auf einmal alle hier so dermaßen am Rumjaulen? Atreus will nach Asgard gehen. Asgard? Ist er auf den Kopf gefallen oder sowas? Toll, dann sind offenbar alle gegen mich. Du musst entscheiden, zu wem du werden willst. Wirst du weiterhin lügen und mir Dinge vorenthalten? Oder bist du mein Sohn? Entscheiden? Ich darf nie entscheiden. Lass mich in Ruhe. Lass mich los! Lass mich los! Was bei allen? Atreus! Ich bin's! Bewahre die Kontrolle! Er ist wirklich eine Pubertät. Komm schon! Er ist nicht der hellste, nee. Tatsächlich nicht. Mystische Kräfte und Halbgott und Gott sein und in der Pubertät sein gleichzeitig hat ihn irgendwie gekillt. Also sind wir wieder mit ihm unterwegs. Eiseskälte! Haufenweise Heerläufer! Ich bin in Midgard! Macht nur weiter! Das hilft nur, mich warm zu halten! Die Dinger! Wann wurde es hier so schlimm? Ihr Trautesheim! Ich brauche einen Unterschlupf. Ein Unterschlupf? Vielleicht so das Haus oder nicht? Nee, wir sind ganz woanders. Na dann, gehen einfach mal. Wenigstens will mich nicht alles hier töten. Ich muss mich aufwärmen. Dann überlege ich, wo ich hingehe. Das sieht nicht gut aus. Oh oh. Geister lenken Ruhmpfeile ab. Eine Art Geist? Das sind die Standardpfeile. Oh, das ist gut. Hab ich mir gedacht. Was willst du von mir? Ich
nicht draufgegangen. Gut. Mehr Raben. Wollt ihr mir etwas sagen? Erst denkt er, ich war in Asgard. Dann, dass ich lüge. Das ist wirklich nur ein kleiner Junge. Ich will dir doch nur das Leben retten, du Sturkopf. Sag ihm das doch einfach. Ich muss aus der Kälte raus. Der ist Stufe 4, ey. Kein Problem. Natürlich auch. Oh, der ist ein bisschen kräftiger. Langsam. Wenn ich Schutz gefunden habe, wo gehe ich dann hin? War noch nicht alles. Hier oben können wir auch noch was erforschen. Ah, da kam ich ja. Okay. Wenn ich nach Asgard gehe, folge ich der Prophezeiung, wenn der Vater stirbt. Aber wenn ich zu Hause bleibe, kann ich es auch nicht verhindern. In Asgard könnte ich wenigstens Odin im Auge behalten. Du so viel ausrichten kannst gegen Odin alleine. Auskriegen. Die Kontrolle gewinnen. Das musst du alles alleine machen. Tut ja richtig weh, ey. Wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht nach Asgard. Moment, sind das rote Blätter? Freyas Haus? Oh, nein. Chauli? Nein! Chauli! Bitte! Bitte! Da hat sie ja so drin gewohnt. Hallo, Großer. Ich bin jetzt hier. Keine Sorge. Er hat ihr Schildkröte einfach zurückgelassen. Du musst dich aufwärmen. Du musst aufstehen, um mich ins Haus zu lassen. Kriegst du das hin? Komm, Chauli. Du musst das tun. Ich kann nicht helfen, wenn du... Hey, Mili! Emily!
Feuerchen machen. Was für ein Chaos. Ich weiß, Kumpel. Ich weiß. Es ist kalt hier. Das Fenster muss zu, bevor ich mich umschaue. Okay. Hat Freya nicht nach dir gesehen? Stimmt. Zu beschäftigt, uns zu jagen. Ja, Arme, na komm, ey. Wärmen wir dich auf. Aus dem Zeug müsste ich ein Feuer machen können. Wow, wie wunderschön. So etwas habe ich hier noch nie gesehen. Von ihrem Zuhause in Vanaheim? Sie muss es vermisst haben. Gehörte das Baldur? Wie Vater wohl ihre Vergebung erlangt hat. Valkyrenrüstung. Gehört sie zu den Flügeln an der Wand? Von ihrer Freundin? Was wohl mit ihr ist? Unfassbar, dass sie nie wieder nach ihrem Haus gesehen hat. Und nach dir. Das ist keine Entschuldigung. Witzig, dass er genau hier Zuflucht findet. Kein Geschehen. Wo gehe ich jetzt hin? Ich kann nicht bleiben. Vater darf nicht auch noch sterben. Irgendetwas muss ich doch tun können. Hallöchen. Ist schon gut, Kumpel. Ich glaube, er will zu mir. Alles wird gut. Glaube ich. Na schön. Bin bereit. Bring mich zu ihm. Hätte ich mal schwimmen gelernt, bevor alles zufror. Hallo? Ich bin da! Odin? Vogel, ist das Asgard? Boah, wie passt das aus? Hey, warte!